Hallo und herzlich willkommen, lang angedroht, lang erwartet, lang gemacht oder lang gehabt. Ihr wisst schon, was ich meine. An meiner Seite der großartige Starkiller, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei der Rocky Horror Show und ich verstehe nicht, warum dieses Game nicht The Rocky Horror Picture Show hieß. Keine Ahnung, kein Platz. Ich weiß es nicht, aber das ist tatsächlich The, ja, semi-official Game zum Musical-Film, was auch immer, von Richard O'Brien. Ja. So sieht es in etwa aus, ja. Erstmal hallo! 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 Ich könnte mich so, als mein persönlicher Frankfurter. Der übrigens Frank-N-Furter heißt übrigens, das wird gerne mal falsch gemacht, um mal hier kulturelle Klugscheißerei gleich direkt in der ersten Minute zu beginnen, damit ich auch endlich wieder Daumen nach unten sammel. Ich muss noch ein bisschen weiter klugscheißen hier, weil hier in Bayern heißt es nicht Frankfurter, sondern da heißt es Wiener. Oder Nürnberger. So heißt es in Nürnberg. So, das ist The Rocky Horror Show und weil wir ganz cool sind, spielen wir es auch zweimal. Wir spielen es einmal mit dem Kerl und wir spielen es natürlich mit dem Vibe. Ja? Da ich euch ja kenne, wollt ihr natürlich erstmal einen nackten Kerl sehen. So. Die Story ist relativ einfach. Es geht um Brett und Janet. Und jetzt kannst du mir gleich wirklich wieder gespielte Witz sagen, wer Brett war im Film. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Du weißt es wirklich nicht mehr? Nein. Der gute Brett, das war der Barry Bostwick. Wer ist das denn? Das ist der Bürgermeister in dieser einen Serie mit Michael J. Fox. Ah, wie geil ist das denn? Ja. Wie geil ist das denn? Chaos City, wie geil. Genau. Wie geil. Oder im Original, klugscheißen wieder mal, im Original Spin City. Stimmt. Wie geil! Ja, dachte ich auch gerade, wo ich das vor einer Stunde gesehen habe. Alter, wie geil. Wie geil. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Ja, auf jeden Fall, Brett und Janet haben eine Autopanne und gehen dann halt wie in jedem Trash-Horror-Film in das erstbeste Haus. Und das Haus hier ist ein bisschen seltsam. Da läuft so Typen eben ganz seltsam rum und meistens relativ nackt. Und dann ist ganz witzig, letzter Overtime-Warp, weil das ist hier die, einzige Song, der gespielt. Wir sind auf dem Commodore 128. Das hat den Grund, dass dies mit Abstand die beste Version von diesem Game ist. Was heißt jetzt nicht unbedingt, dass es ein Kult-Game ist. Die Aufgabe, die ihr habt, ist... Achtung, das ist der Priester. Der hat eine Menge unter seiner Kutte. Oder... Wenn ihr wüsstet. So ein Ding. Ja. Ich will es gar nicht euch zeigen. Der Trick ist, hier ist... Da muss man aufpassen. Macht das Ding auf. Man rettet den jeweiligen, indem man hier die Puzzleteile anbringt. Und, ouch, das ist schon Game Over, ne? Glaube ich. Ja, das sieht so aus. Ich glaube, das war Instant Death. Das ist aber kein Thema, weil dann spielen wir nochmal Brett. Jetzt sagt er, hey, zeig doch eigentlich die Alte. Ja, kommt gleich. Ihr wollt aber erstmal Brett nackt sehen. Im Original natürlich hier Frankenfurter, hervorragend gegeben von dem Weltklasse von The Living Legend, Tim Curry. Absolut. Der, glaube ich, alles spielen kann und auch in bei übrigens Kevin allein zu Hause, glaube ich, oder ich weiß nicht, ersten oder zweiten Teil irgend so ein Hotelfritzen mimt. Und fast der unterhaltsamste Charakter war. Ja, und hier ist er halt Frankenfurter, die absolute Kultfigur. Und für die zwei Leute, die sich dafür interessieren, ja, Tim Curry war auch die Synchronstimme von Gabriel Knight im Original. Also der kann alles. Sozusagen der Mark Hamill der frühen Zeit. Oder wenn man ganz, ganz für die ganzen Star Trek Nerds, der John D. Lacey von damals. Ich merke schon, da höre ich keine mehr. Q! Ja, Q. Das war John D. Lacey. John D. Lacey hat auch so alles gemacht. Das war so, oder jetzt gehen wir total in die Filmabteilung. Das ist so der John Rhys Davis, der auch alles macht. Der auch in jedem Film und in jeder Serie dabei ist. Eigentlich nur noch getoppt von Ben Kingsley, Morgan Freeman und natürlich, habe ich da ein Puzzleteil? Hey, geh weg. Geh, gehst du weg. Ich bin extra ausgetreten, du Vogel. Geh weg. Da. Siehst du, jetzt hast du sie mal los hier. So. Zack. Und noch so ein Teil. Ich habe es übrigens im Original nie geschafft, nur gescheatet übrigens. Aber das werdet ihr in diesem hervorragenden Playthrough, der 50 Jahre gehen wird,
wahrscheinlich nicht sehen. Weil wenn wir mal irgendwann total motiviert sind, machen wir mal die geschießte 64er-Version. Da ist ja schon wieder dieser Vogel. Oh. Der glückliche alte Mann hier, ne? Zeig den Leuten das, was sie sehen wollen. Ja, immer diese nackte Haut, immer dieser pure, widerliche Sex hier. Immer dieses Vorgeplänkel. Kann man sich nicht einfach nur bei Nacht vermehren? In diesem Zusammenhang schaut euch bei Mr. Venom 1974 Sex Games an. Da ist jeder Pixel aber knisternd, hör mal. Ah. Das ist übrigens ganz lustig, ne? Das Video ist jetzt aktuell, wo wir das hier aufnehmen, schon mal 1500 aufrufen. Und es gibt ganz wenig Leute, die sich verarscht fühlen. Also entweder ihr habt jetzt alle über Nacht Humor bekommen, was ich nicht glaube, oder die sitzen da alle so vollkommen fassungslos und das ist der gespielte Autounfall. So, komm, mach. Hast du doch. Also es ist auf dem 121er deutlich besser zu erkennen, das kann ich euch schon mal sagen. Es sieht grafisch echt besser aus. Es spielt sich auch angenehmer, weil beim 64er wäre ich schon jetzt 36 mal tot. Da wäre ich aber wahrscheinlich nicht gegen die Säule gerannt. So, komm. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ist auch unwichtig. Zum weiblichen Charakter kommen wir gleich noch. Die konnte ich, habe ich tatsächlich wiedererkannt. So, da ist übrigens, ich glaube, warte mal, wir hatten beim Test... Wir haben mal eine Minute getestet, dieses Game. Achso, ich habe schon Schlüssel. Ich glaube, hier war Frankenfurter. Hier. Ist er nicht. Nee, sind dafür die Puzzleteile. Ja, ich kann aber nur mal eins nehmen. Mhm. Was die Sache kaum in die Länge zieht. Nö, überhaupt nicht. Komm, lass uns Lift fahren. Mhm. Fahren mit dem Lift. Fahren. Pass auf, hier. Zack. Hat auch so kommt der Frankenfurter aus dem Lift raus. Nein. Weißt du, woran mich das auch erinnert? Jetzt Achtung, jetzt kommt Kanalhumor. Das könnte der Papa von Dave sein. Stimmt. Es ist klar, dass der Sohn sich dann immer sofort nackig macht. Er ist gestört. Das erklärt auch, warum die Cindy da so dünn angezogen ist. Ja, jetzt sie kommt. Ja, und da ist es. Was ist es? Hier, für euch. Und wenn ihr denkt, was muss man denn jetzt tun? Richtig, jetzt muss man seine Klamotten suchen. Das ist kein Scherz. Wobei ich natürlich hinzufügen möchte, dass die coole Sonnenbrille natürlich aufbleibt. Ja, genau. Let's do the time warp again. Ja, genau. Jump to the left und jump to the right. Und ja, komm. Geh weg. Ich muss an die Klamotten ran. Hallo. Hallo. Das ist kein Nudisten-LP. Wir sind in Amerika. Übrigens hier so ein Highlight, was ich tatsächlich erfahren habe. Ist ja dann immer schön, wenn man mit dem einen oder anderen mal quakt, dann kriegt man ja auch mal ein bisschen was über die wahre Welt mit. Ja, ihr wisst ja, Amerika hat nicht nur die größte Pornoindustrie, sondern Amerika hat auch auf Highschools tatsächlich, und jetzt das ist kein Scherz, es soll tatsächlich so sein, ihr wisst ja, gibt es diese Toga-Partys, die ihr aus diesen ganzen schlechten Filmen kennt. Mhm. Und es wird tatsächlich ein Männchen und ein Weibchen vom Komitee abgestellt, das dann auch testen muss, dass unter der Toga nichts ist. Soll kein Scherz sein. Amerika. Amerika, Land der Wunder. Ja. Oh, geil. Mal gucken. Sollen wir auf Frankenfurter warten? Bevor er das wissen will. Ja, der kann beides. Das konnte er auch im Film. Also, falls du dich das immer schon gefragt hast, der kann beides. Der erinnert mich an diesen einen Film da, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Ja, nur... Der Frankenfurter kann das noch viel anders. Aha. Nee, ich glaube, der besucht beide irgendwie abends und ich glaube, der Kerl dreht ein bisschen durch. Ich glaube, sie findet das richtig geil, glaube ich. Irgendwie so war das, glaube ich. Wo wir wieder Grüße sind für die zwei Leute, die 50 Shades of Grey sich angucken im Kino. Selbst schuld. Und für die, ich schock euch ja tatsächlich, davon gibt es 3 Bücher. Also ihr könnt davon ausgehen, dann, ne, wir wissen das ja, das letzte Buch wird immer halbiert. Es gibt dann mit Sicherheit danach noch 3 Filme. Ah! Das ist aber schön, dass hier läuft übrigens auch der Timer wesentlich langsamer als beim 64er. Das ist viel angenehmer. Mhm. Geh weg! Na, immerhin, die zieht dich nicht aus. Das ist schon mal praktisch hier. Das macht nur der Priester. Was? The candlestick you are holding? Was?
What? Na gut, jetzt würde ich eher sagen, the candlestick you are hiding. Ja, wenn das der Kronleuchter ist, meine Fresse. Alter ja, hallo, Schwede. Ne? Alter Schwede. Ja gut, bei der Haushälterin, vielleicht fängt es da auch an schon zu leuchten. Mhm. Und wenn einer jetzt der Meinung ist, sie hört ja total widerlich. Nein. Geh weg. Geh weg. So, komm, kann ich noch irgendwie einen Schlüssel irgendwo einsetzen? Vielleicht da oben, dass ich dann da weiterkomme? Also wenn hier im Screen irgendwas ist, wird das Ding automatisch langsam. Das konnte der 128er nicht mehr hinkriegen. Aber ist das nicht so? Kann man das auch Schlüssel benutzen? Ja! Ah, macht auch Sinn. So. Du gottverdammtes Arschloch. Kann das eventuell sein, dass du da ein bisschen schneller sein musst? Ja, ja, das ist das Problem dieser Geschwindigkeit der Figuren. So, es ist Zeit für Janet. Im Original gegeben von Susan Sarandon. Von der Susan Sarandon. Und jetzt kriegt ihr endlich das, was ihr sehen wollt. Ihr Schweine. Immer hier Frauen als Lustobjekte. Und ist hier mal ganz toll. Ich will euch doch mal zeigen, wie unglaublich die sich bewegen kann. Es gibt Kanäle, die lassen sowas 5 Minuten laufen. Es gibt die wirklich. Mhm. Ich kenne davon keine, die das machen. Aber ich finde auch sowas ein Skandal. Ich finde sowas widerlich. Schreibt jetzt in die Kommentare, ihr findet das widerlich und frauenverachtend. Na, ich zeige euch das jetzt nochmal, damit ihr das genau wisst und genau sagt, so nicht. Und von vorne sieht es dann so aus. Das ist ja noch fast widerlicher. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ist schlimmer, vorne oder hinten. Übrigens, in der Zwischenzeit können wir uns mal kurz das Thermometer angucken. Das ist nicht Fahrenheit. Kling, kling, kling. Wenn es den Personen zu kalt wird, wenn sie also zu nackt dadurch, dann frieren die zu Tode. Ach, das gibt's auch. Ja. Na ja. Ja, ja. Ja, ja. Also. Aber jetzt eigentlich eine Frage. Lass hier nochmal kurz so runterlaufen. Was denn? Ja, lauf einfach nochmal runter, so wie du es gerade eben gemacht hast. So lassiv oder was? Ja, das sieht so aus, als würde sie den Macarena tanzen. Findest du? Ja, irgendwie schon. Kannst du das mal kurz anstimmen? Nee, weil Macarena. Sonst kriegst du Probleme mit der GEMA. Macarena. Könnte man auch einen aufs Catman John machen. Das, auch hier, Achtung, jetzt komm, ich weiß, ihr wollt es ja, ich kenne euch ja, ihr bezahlt ja schon förmlich dafür, dass ihr von mir beleidigt werdet. Scatman John, das ist doch die halbe Let's Play-Szene. Da ist übrigens Frankenfurter, da ist er. Der sexy Tim Curry. Und bevor einer wissen will, Tim Curry, nein, es ist kein Inder. Ich weiß, es gibt gerade Leute, denen dreht sich gerade die Fußnägel hoch, aber das ist mir scheißegal. Wenn ich einen Witz machen will, dann muss der auch raus. Das ist so wie Magenschmerzen. Da muss man auch mal, ne? Muss man auch mal durch. Genau, genau. Und wer möchte schon an Diarrhoe sterben? Ja. Könnte man sagen, hey, da sind wir wieder bei der Szene, da ist ja komplett verbale Diarrhoe sowieso täglich präsent. Lass mich an, du machst mich sofort kalt, wenn ich da rauskomme. Geh weg! Geh weg! Du Froschmann! Geh weg! Hau ab! Hau ab! Geh weg! So, schön. So, jetzt machen wir natürlich mit der Tussi genau das Entgegengesetzte, also für die Leute, die gerne mal Gender in Games haben wollen. Damals gab es schon diese Möglichkeit. Das Frau rettet Kerl. Da sieht man mal, wie weit das damals war. Heute ist sowas natürlich total unmöglich. Das geht heute gar nicht. Damals gab es dann auch die Gleichberechtigung. Beide durften nackt sein. Und das war es auch. Ja, aber in getrennten Räumen. Ja, natürlich, damit da nicht viel passiert. Hier übrigens nochmal Grüße an den Shadow Nose, ja, der Erfinder der Lazy Ports. Das ist ja auch. Mach du den, hau ihn raus, komm. Ja, das hier ist ein Lazy C64 Port. Und da wir zwei Sachen auf dem 120er noch vor uns haben,
kann ich sagen, es ist nicht der einzige. aber das müssen wir machen. Der großartige Shadow Knows besucht ihn, macht ihn reich und berühmt. Das verdient es auf jeden Fall. Auch ein ganz großartiges Sauna-Game. Also das ist so ein Kandidat, ihr wisst. Da mach ich ein endlos Let's Play raus. Na komm, sammle ein. Aber es ist interessant, ich bin tatsächlich auf dem 121er 10-mal weiter, als ich es beim 64er jemals war. Dafür ist die 128er-Version komischerweise langsamer. Ja, aber auch spielbarer deswegen. Ja. Na komm, Girl-on-Girl-Action. Hallöchen. Also die hatten im Tenor des Films nicht unbedingt Probleme damit. Also bestimmt wieder so ein 18er-Film damals. Das weiß ich gar nicht, aber könnte schon möglich sein. Also. Nee, gar nicht. War ab 12. Ja, stimmt, ist ja Comedy. Ich schaue mir gerade nochmal so nebenbei die Besetzung an. Mhm. Ich muss dir zugeben, ich habe ja den Film nicht angeschaut. Ich kenne ihn wirklich nicht. Ich kenne das Spiel so ein bisschen. Neben dem Barry Bostwick und ein paar anderen Leuten, die ich jetzt nicht unbedingt kenne, hat ein gewisser Meatloaf mitgespielt. Ja. Hat er den Eddie gemimt? Ja. Meatloaf war da präsent. Der durfte auch, überraschenderweise, der kann ja auch sowas, durfte da auch natürlich, weil es ist ja ein verfilmtes Musical, durfte da natürlich auch singen, was er ja nun kann. Ja, das ist zu erwarten hier. Ja, deswegen, also das ist auch sowas. Also die Gesangsdarbietungen von den Leuten waren auch nicht schlecht. Mhm. Nur damit man, also... Und Richard, da das Ding ja bis heute noch Kult hat, also ihr müsst mal auf Wikipedia gehen, da steht genau eine Beschreibung, was wie bei welcher Kinoszene zu machen ist, als Fan. Das Ding ist einfach Jahrhundertkult geworden. Eigentlich wahrscheinlich keiner weiß genau warum, aber ist so. Trash-Kino vom Feinsten, kann man sagen. Ja, das ist auch nicht für 10 Cent ernst gemacht. Also ich weiß nicht, ob du die, wie heißen sie nochmal? Die Horrorfilme aus Briten, glaube ich, die Blood-Dingenskirchen-Saga, also da, wo Christopher Lee, der fehlt mir da gerade noch in der Kategorie, der spielt ja mittlerweile auch alles, was nicht bis 10 auf dem Baum ist, da Dracula gegeben hat, in dieser ominösen Horrorreihe, die mir jetzt nicht einfällt, weil die hatten irgendeinen Namen. Ich krieg's jetzt nicht hin. Auf jeden Fall, so in diese Zeit passt das ja. Und ich gehe davon aus, das sollte eine Persiflage sein auf diese, ne, ich sag mal, Slash-Horror und hast du nicht gesehen, Frankenstein, Dracula und hast du nicht gesehen Filme. Das ist es gelungen. Weil, Story ist genau das gleiche. Autounfall, zwei müssen sein merkwürdiges Geisterhaus. Und komischerweise sind es immer Teenager. Ja, hier witzigerweise nicht. Ach, das sind schon Twins. Ja, ich glaube, die waren schon, also ich glaube, die Geschichte war, glaube ich, irgendwie, die waren entweder auf dem Weg zur Hochzeitsreise oder irgendwie Hochzeit vorzubereiten, irgend so ein Scheiß. Mhm. Jetzt wird man sagen, es gibt in Teilen der Welt, da kann man es trotzdem mit 12, aber die meinen wir jetzt nicht. Das ist schon Amerika. Das hat sich da schon ein bisschen zivilisierter, das, was wir hier haben. Oder steht da, wir machen jetzt mal ganz live, oder ist das bei Wikipedia bekannt, wo das offiziell spielt? Ich kann ja mal kurz spicken gehen, Sekündle. Da war Meatloaf! Geil! Oh, hier! Da unten mit dem Mofa, wie süß. Geile Scheiße! Also das ist neu. Das kann ich dir sagen, gibt's bei der 64er-Version nicht. Sofort in die Hashtags Meatloaf. Ja, auf jeden Fall. I do anything for love. Ich weiß nicht, was er damals so gesungen hat, als er noch Rocker war, bevor er dann die Schmuseabteilung machen musste. Bad out of hell. Stimmt. Ich glaube, der hatte übrigens, wenn ich das noch richtig weiß, weil so sieht es auch ähnlich aus, ich glaube, der hatte tatsächlich auch wieder eine deutsche Pikenkappe. Ist ja in England sehr beliebt übrigens. Dann gibt es ja auch Leute von Königshäusern, die gerne mal so rumrennen. Das ist schon wieder der Froschmann. Ich habe nie was gegen Kermit gesagt. Ich fand den super. Waka, 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 waka. Miss Piggy ist eine Schlampe. So, lass mich jetzt durch. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du den Frosch gezeigt. Wir haben ihm Frosch gezeigt, wo er die Locken hat.
kann ja mal ein bisschen was zu der Handlung des Films sagen hier. Also zu deiner Frage. Also zumindest der Film beginnt mit dem Ende einer kirchlichen Hochzeit. Also ist das die Hochzeitsreise? Okay. Nee. Bei der Brad und Janet zu Gast sind. Ah! Dann mit dem Song Damn Janet macht Brad seiner Freundin einen Heiratsantrag. Ah! Sie wollen daraufhin den gemeinsamen Freund und ehemaligen Lehrer Dr. Everett Scott besuchen, in dessen Unterricht sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Wahrscheinlich ist es jetzt dann hier die Handlung, genau. Nach dem Gewitterregen verfahren sie sich und haben zudem eine Reifenpanne. Genau. Auf der Suche nach Hilfe oder einem Telefon finden Brad und Janet ein Schloss, in dem wir gerade durch die Gegend latschen. Mhm. Begleitet vom Hausmädchen Magenta. Ah, wissen wir auch, wie die Alte heißt. Wer hat die denn gespielt? Wer hat Magenta gespielt? Patricia Quinn. Sagt mir nichts. Muss mal ein Bild gucken. Sagt mir immer noch nichts. Nö, sagt mir nicht viel. Trish, wenn du das siehst. Ab in die Kommentare. Genau. Auf jeden Fall, da sind wir ungefähr. Ja, mehr kommt da auch nicht. Also wie gesagt, hier geht alles in dem Haus. Genau. Ein verrücktes Haus. Oder wie Udo Jürgens sagen würde, Gott hab ihn selig, ein ehrenwertes Haus. Mhm. Aber bitte mit Sahne. Ich glaube, das wird er ja auch sagen. Oh, nackte Haut. Mach mal hier, komm, pass auf, mach mal einen Walk. Die dreht sich übrigens nicht um. Also für die Leute, die Hintern fixiert sind, nein, gibt's ja nicht. Da kommt dann wieder der alte Biker. Ja. I didn't like my Teddy. Alter, der fährt mich tot? Alter, wie bist du denn drauf? Ist das Fleischbällchen aber mal richtig sauer, ey. Ja, absolut. Wahrscheinlich, weil sie nur die vordere Seite zeigt und nicht den Hintern. Ja, oder... wurde von Tim Curry umfunktioniert. Was ganz schön ist... Hat Regie geführt. Jim Sharman. Sagt mir nix. Mir auch nicht. Aber es gibt tatsächlich irgendwie Schock-Treatment oder es gibt tatsächlich eine Fortsetzung dazu. Von der habe ich aber nie irgendwas mitgekriegt. Und die muss auch irgendwie so wie die meisten Fortsetzungen ja im Sand verlaufen sein. Aber ich glaube, die ist auch von Richard O'Brien. Aber das Ding ist sicherlich, glaube ich, als Musical wahrscheinlich absolut Kult. Vor allen Dingen, weil es sich ja eben auch im Gegensatz zu den meisten Musicals nicht wahnsinnig ernst nimmt. Richtig so. Also ich glaube, andererseits so irgendwie so andere so Comedy-Dinge haben wir nicht. Ich glaube, ja gut, Schuh des Manitou gibt es auch schon mittlerweile als Musical, aber glaube ich, sonst nehmen die sich alle immer sehr ernst. Das sind ja so diese Kunsttypen. Tarzan nimmt sich auch ernst? Meinst du jetzt ja Tarzan mit Phil Collins? Ja, oder meinetwegen auch mit Alexander Klavs, ist mir egal. Ach, stimmt. Stimmt, macht ja jetzt der Alex, der erste Deutschland sucht den Superstar-Sieger übrigens. Ja, auch liebevoll genannt Schumi 3. Er ist gut. Vorsicht, dann ruft bei dir Cora Schumacher an. Vorsicht, das geht schnell. Wer ist er denn? Ich will den haben. Ruft sie an. Obwohl, Entschuldigung, da fällt mir noch ein Musical ein, das sich vielleicht doch nicht so ernst nimmt, weil es ja auch eine reine Komödie ist. Ich war von Helge noch Schneider, Mandy das Musical. Von Helge Schneider gibt's ein Musical. Hat's mal gegeben. Ist schon ewig her. Herr Schneider, wir sind ja jetzt nicht so weit auseinander. Wo kommt er noch mal her? Aus welchem Kaffee? Irgendwo aus deiner Ecke, würde ich sagen. Mülheim, ne? Genau. Grüße nach Mülheim. Mhm. Mülheim an der Ruhr übrigens, falls jetzt irgendeiner überlegt. Helge, Mankja und. Ja, von Katschenklo zu Katschenklo. Was für ein Musical hast du denn gemacht? Ich meine, er ist ja einer der begabtesten Jazzpianisten, die wir haben. Das darf man sich nicht vorstellen. Absolut. Das kann er ja nun blind, aber... Was für ein Musical? Obwohl, stimmt, es gibt übrigens noch, was fällt mir auf, was auch so vielleicht so ein bisschen... Ja, nicht so, eher so leichtere Kosten. Von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, gibt's ja mittlerweile auch als Musical. Ja, stimmt.
Ich war noch niemals in New York. Ich war noch. Gibt's auch nicht von Udo Lindenberg ein Musical? Ja, ja. Irgendwie auch, ja, ja. Ich glaube mittlerweile von allen. Ja, selbst Starlight Express ist inzwischen deutsch geworden, glaube ich. Ich glaube, das hatte ich damals, glaube ich, live gesehen. Ich glaube, die haben damals schon in Bochum tatsächlich auch schon eine deutsche Fassung angeboten, ja. Mhm. Ich glaube, das war auch so. Hier übrigens, oder war das mit Untertitel? Freunde, wie wär's denn mit einer Musical-Version von Stromberg? Nein, das würde natürlich genial ankommen. Stromberg singt, wie er seine Leute beleidigt. Ja. Das wäre perfekt. Warum aber auch nicht gleich eine Musical-Version von Obersalzberg? Das wär's doch. Du weißt schon, dass es... also ich weiß nur, es gab tatsächlich irgendein... gab es tatsächlich, glaube ich, natürlich in Amerika, gab es tatsächlich irgendein Musical über dieses Thema. Wirklich, und wirklich eine knallharte schwarze Parodie natürlich. Mhm. Ich glaube, die hat es aber, glaube ich, irgendwie bei uns nicht irgendwie auf die Bühne geschafft, glaube ich. Deswegen, wieso also da gab es auf jeden Fall auch mal was. Ich stelle mir die Frage gerade, warum das so gewesen ist. Ich weiß es nicht. Könnte es liegen? Das lag an den Schauspieler einfach schlecht. Nein, das lag einfach an den Transportkosten. Der Schnauzer war zu groß. Überleg das mal. So, das war Rocky Horror Show auf dem Commodore 128. Yeah. Ja, und wir können ja mal raten, was wir jetzt noch aufnehmen. Auf dem System gibt's jetzt nicht so viel, aber wir kämpfen uns durch. Ja, dann danke ich dem großartigen Starkiller, besucht ihn, findet, macht ihn reich, klickt ihn, dass euch da die Finger bluten oder andere Körperteile. Hauptsache, ihr klickt die Werbung. Genau, mehrfach. Warte mal, euren Nebenkanälen. Kann ich eigentlich wieder aus dem Haus raus? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ich will aber! Komm extra nochmal für euch hier, der Superwalk. Ja, dazu fällt mir noch ein. Ha, 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 staying alive, staying alive. Auch wenn es ein bisschen später war. Ja. Also sind sie in dem Video auch rumgelaufen. Ja? Ja, ja. Oh mein Gott. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr Spaß hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und gebt mal davon aus, wenn es weitere Lizenzspiele geben sollte, mehr als ein oder zwei gibt's ja da, dann werden wir sie zeigen. Warum auch immer. Ja, das war Rocky Horror Picture Show und nur in der Kurzform. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.